Ich begrüße Sie zum nächsten Panel. Die Diskussion soll weitergehen mit dem Thema, was ist geblieben von der Idee einer ökonomischen Alternative unter einem dritten Weg? Gemeint ist natürlich ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und das, was von dem Sozialismus geblieben ist. Also klar ist, dass hier vielleicht auch im Gegensatz zur Diskussion vorher vielleicht der Blick in die Vergangenheit nochmal die Verständigung über die Gegenwart nutzbar gemacht wird. Also wir vielleicht wirklich alle nochmal zurückblicken, um zu so etwas zu gelangen wie eine Standortbestimmung der Grünen jetzt oder wie es aussehen soll in der Zukunft. Ich begrüße dazu erstmal an meiner Seite Michael Kellner, seit Oktober 2013 Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. An meiner anderen Seite den Bürgerrechtler Martin Kleen aus Schwerin, Mitbegründer des Neuen Forums und heute pädagogischer Leiter des Vereins Politische Memoriale in Schwerin. Und den österreichischen Journalisten und Schriftsteller Robert Miesig. Viele kennen ihn sicher auch als Kolumnisten der Taz. Gerade auf Zeit Online hat er einen sehr tollen, wie ich finde, und aufsehenerregenden Artikel publiziert, wie ich zum Schlepper wurde. Es war eine Reportage von der österreichischen Grenze. Vielleicht können wir mit Herrn Kleen beginnen. Sie haben vor einem Jahr eine ergreifende Rede gehalten in Schwerin zu 25 Jahre Aufbruch. Und zwar war es eine Erinnerung an die Montagsdemo, an die erste Montagsdemo im Oktober 1989. Und ich zitiere Sie jetzt daraus. Sie sagten, es ging darum, eine neue Gesellschaft selbst zu gestalten, etwas Eigenes aufzubauen. Es war eine sehr pathetisch ist vielleicht ungerecht, also es war auf jeden Fall eine sehr getragene und berührende Rede. Und diese Rede endete mit dem Satz, nur die Grünen sagten, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Langfristig, sagten sie dann, und zwar der letzte Satz, wird tatsächlich eher das Wetter unsere Zukunft bestimmen. Der Tonfall dieses Satzes hatte etwas anderes so ein bisschen als all die Erinnerungen davor. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie ironisch der letzte Satz gemeint war und wollte beginnen mit der Frage, wie ernst war das gemeint? Ja, ich war 1989, also überhaupt kein Freund der Wiedervereinigung. Insofern fand ich damals die Ansage, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter, sehr sympathisch. Und ich war allerdings auch kein Feind von Deutschland. Da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Das lag also gar nicht in meiner Vorstellung, dass das für jemanden eine Bedeutung haben könnte, überhaupt. Sondern ich habe natürlich die Bürgerbewegung als ein Projekt gesehen, was in dem Namen drinsteckt, Bürgerbewegung, sind wir ja schließlich alle damals gewesen, natürlich in der DDR, Bundesrepublik war für mich Ausland. Und ich war der Meinung, wir begeben uns sozusagen in einen Prozess, auf einen Weg, wo wir in den Mittelpunkt stellen, das gemeinsame Nachdenken über ein gutes Leben. Wie kann das aussehen? Und ich war auch der Meinung, dass da ja sowieso alle dran ein Interesse haben, sozusagen ein gutes Leben zu führen. War allerdings auch nicht so naiv zu glauben, dass nun alle in dieser Übereinstimmung gibt, wie dieses gute Leben aussehen könnte. Und deswegen Prozess. Wir führen einen Diskursprozess innerhalb der DDR, stellen sozusagen die Entwicklung hin zu einem guten Leben in den Mittelpunkt und bauen darum unsere Politik auf. Immer natürlich auch mit Versuch und Irrtum. Wir sagen, wir fangen erstmal so an und entwickeln uns und gucken dann, was ist passiert. Wie müssen wir das Ganze möglicherweise auch nochmal wieder verändern? So, und das war mein
waren meine Gedanken damals. Speiste sich natürlich auch aus einer Reihe von Freunden, die ich seinerzeit aus Westdeutschland kannte, die dann auch gesprochen haben von dem Reformstau in der alten Bundesrepublik und dass es da mit der Anti-Atom-Bewegung, Friedensbewegung, überhaupt die Ökologiebewegung, Waldsterben war seinerzeit sehr aktuell, dass wir auch in der Bundesrepublik, sagten die, wir in der Bundesrepublik nicht weiterkommen. Und wir haben gedacht, gut, vielleicht kommen wir im Osten weiter, habe ich gedacht, und die könnten uns ja auch unterstützen. Das war der Gedanke. Wir sprechen gleich noch darüber, was aus den Erwartungen und Hoffnungen auch geworden ist. Herr Kellner, Sie sind 1977 geboren und waren 12, als die Mauer fiel, also 13 Jahre alt bei der Wiedervereinigung. Wie blicken Sie heute zurück, auch in dieser ja sehr verantwortlichen Position bei den Grünen? Also wie blicken Sie zurück auf das metaphorisch gesprochen Wetter vor 25 Jahren? Vielleicht erstmal auf einer persönlichen Ebene. Für mich war die prägende Erfahrung als Kind, auf einmal waren alle Autoritäten weg. Rebellion ist machbar. Das muss nicht die schlechteste Lehre für einen grünen politischen Geschäftsführer sein. Vielleicht noch hinzufügen, Sie sind in Gera geboren. Ich bin in Gera, Thüringen geboren. Sie müssen sich jetzt vorstellen, es gab eine Pionierleiterin, die war weg. Es gab eine Schuldirektorin, die war weg. Ich hatte gerade das erste Mal ein Staatsbürgerkundebuch bekommen, sozusagen mit den Heiligkeiten des demokratischen, des Sozialismus. Ja. Da durfte man auf einmal sich drüber lustig machen. Und so, es war auf einmal eine völlig, völlig verunsicherte Lehrerschaft, völlig verunsicherte Autoritäten. Und es war für mich eine beeindruckende Erfahrung auf einmal. Ich war kein Bürgerrechtler, ich war viel zu jung. Ja, und meine Mutter hat mich auf eine Demo in Gera, wo das viel später war als in Schwerin, ja, mitgenommen. Und das hat zu einem großen Familienkrach zu Hause bei meinen Eltern geführt. Das war auch nochmal eine persönliche Erfahrung. Aber dass Veränderung über Nacht machbar ist und Autoritäten über Nacht erschüttert werden, das hat mich schon geprägt. Und das ist für mich eine persönliche Lehre daraus. Und jetzt gibt es ja die Frage mit den Grünen und den, wie ich sagen würde, ich habe es nochmal ein bisschen nachgelesen, auch in Fraktionsprotokoll 1990 mit Antje Vollmers Position in den Streit bei den Grünen. Da war natürlich viel historischer Irrtum dabei. Aber es war auch eine Sache, die ich bei den frühen Grünen sehr schätze und sehr geschätzt habe. In den 80er Jahren war das die Partei, die sich extrem darum bemüht hat, mit den oppositionellen Gruppen im Gespräch zu sein. Also wer hat die Druckerpressen nach Ostberlin versucht zu schmuggeln? Also das waren Grüne, die Wer war in der Gethsemane-Kirche? Wer war in der Zionskirche? Also da gab es ja unglaublich viele Kontakte, während andere sagen, den Irrglauben erlegen sind, auch der politischen Linken zum Beispiel vor Solidarność zu warnen, nach dem Motto, das gefährdet die Stabilität in Europa. Egon Bahr ist ein Beispiel, der ist gerade gestorben, das war ein großer Außenpolitiker, ein toller, wichtige Figur deutscher Politik. Und trotzdem hat er so einen Irrtum erlegen. Das heißt, Irrtümer gab es auf vielen Seiten der politischen Linken. Was mir gefallen hat in den frühen Grünen, war dieses Engagement für Bürgerrechtsbewegung, übrigens ja weit über die DDR hinaus. Es gibt auch ein Stück Demut über die Frage, was sind eigentlich die Irrtümer meiner politischen Generation? Ich finde ja ganz interessant, vielleicht nochmal zu sagen, dass das ja nicht irgendeine Randposition war, sondern auch viele Biografien bestimmt hat. Ich sage das sozusagen von meiner Seite, weil ich 18 war, als die Mauer fiel und das erste Mal wählen durfte und Grün gewählt habe und dann Abitur gemacht habe und überlegt habe, wo studiere ich. Und ich bin dann nach Freiburg gegangen, also aus Niedersachsen, und verstehe heute überhaupt nicht mehr, wie man 1990 nicht nach Berlin gehen kann zum Studieren. Ich werfe mir das auch vor, ich verzeihe mir das wahrscheinlich auch nie, aber das passt in diese Stimmung. Ja? Das hat auch unmittelbar mit diesem Thema zu tun und ist vielleicht auch Ausdruck einer, also glaube ich, sehr typischen westdeutschen Sozialisation. Ich will Sie nochmal verteidigen zu versuchen. Ja? Also diese Angst vor Nationalismus, sieht man ja heute, dass es nicht ganz unberechtigt war, wo wir 25 Jahre danach ja zwei Lehren draus ziehen. Das erste ist, dass ich glaube, dass wir für die Europäische Union verdammt kämpfen müssen, weil das bei weitem nicht so stabil ist, wie das alles wirkt. Das ist eine Lehre für mich von 89, aus meiner eigenen Biografie. Aber dass wir auch natürlich in Europa flächendeckend
rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien sehen, übrigens auch zum Teil von einer Linken, die mit so einer antipolitischen Haltung gegen die angebliche Politik anrennt und wo neue Grenzen errichtet werden, wo Nationalismus auf einmal zurückkommt. Ich meine, Viktor Orban war gestern in München, hat sich von der CSU hofieren lassen. Ja? Also wo auf einmal ein Nationalismus und ein zurückkommt, der mir schon große Sorgen macht. Ich glaube, es hat sich, und auch in Deutschland sehen wir ja, dass es eine unglaubliche Hilfsbereitschaft gegenüber von Flüchtlingen gibt, eine wahnsinnige Bürgerbewegung. Übrigens, das gab es auch 89. Ich erinnere mich als Kind, wie wir dann nach Nürnberg gefahren sind und dann vermittelt wurden, dass wir bei einer Familie übernachtet haben. Und diese Freundschaft besteht bis heute zwischen den Familien. Also auch da hat sich was entwickelt gehabt und das war beeindruckend. Aber dass wir auch in Deutschland heute nach wie vor auch dumpfe Ressentiments erleben. Also ich meine, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Dresden war bei Veranstaltungen oder wenn am Montag Bergida vor unserer Geschäftsstelle demonstriert hier in Berlin, dann sehe ich auch natürlich, was es da auch in der Gesellschaft an Auseinandersetzungen gibt und wo wir auch eine klare Kante zeigen müssen. Und ich glaube, da gab es Sorgen, die übertrieben waren, aber sie waren nicht unbegründet. Herr Misik, wie stellt sich das für Sie aus österreichischer Perspektive dar? Ich weiß nicht, ob das das Entscheidende ist, dass es eine österreichische Perspektive ist, weil ich ja auch insbesondere sozusagen auch ein Individuum bin. Und außerdem im Unterschied zu Ihnen circa 1992 dann oder 91 gleich nach hierher gegangen bin, weil das natürlich ein spannender Spot war, nach Berlin. Aber auch, ich bin ja jetzt schon alt, bin ja der Zeitzeuge, also wir beide sind die Zeitzeugen auf dem Podium. Also es war schon natürlich so, ich habe damals ja auch, ich war damals schon Reporter und Journalist und habe sozusagen die DDR-Wende hier gecovert und habe auch die tschechische Revolution gecovert und war halt dann auch mit Dubček und Habel in der Laterna Magica und sozusagen. Und das war natürlich eine, wenn man jetzt sozusagen bei dem Thema, ein bisschen ans Thema andocken, dritter Weg und was ist von diesem übergeblieben, von den Illusionen möglicherweise auch. Ja? Das war natürlich eine Situation, wo ich mich noch sehr stark daran erinnere, wo an dem Moment, wo Habel und Dubček den erfahren haben, dass ihre Revolution gesiegt hat, das hat sich zufällig so ergeben, dass da heute alle gerade dabei waren, also man dabei sein durfte, dann sofort geredet worden ist, ob man jetzt wieder einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz baut und die Idee, jetzt endlich können wir sozusagen diese bessere Gesellschaft jenseits des Kommandosozialismus und des herzlosen Kapitalismus bauen. Und hinterher habe ich dann mit einer mir unbekannten Person gesprochen, die halt gesagt hat, jetzt fangen diese Idioten schon wieder mit dem dritten Weg an. Die wissen gar nicht, dass die Geschichte über sie hinweg ist, gegangen ist. Und hinterher habe ich ihn gefragt, wie heißen sie, damit ich das dann aufschreibe, hat er gesagt, Václav Klaus. Und langfristig muss man halt sagen, Václav Klaus hatte halt ein bisschen mehr Recht als Dubček, jedenfalls in dieser Situation. Und so ähnlich war das ja natürlich, wenn ich das so interpretieren darf, in der DDR ja auch. Also die Bürgerbewegungen haben ja nicht gesagt, wir wollen Kohl und Bananen, also jetzt ganz simpel gesagt, oder wir finden dieses westliche kapitalistische System so kopierenswert, dass wir es kopieren wollen, sondern ja doch auch eine andere, bessere Gesellschaft, schon alleine deswegen, weil sie ja nicht unbedingt eine Wiedervereinigung wollten und ein Land, das ist sozusagen das gleiche, also wenn zwei Länder auf deutschem Boden das gleiche gesellschaftliche System haben, gab es ja keinen Grund, zwei Länder aufrechtzuerhalten. Also war ja das schon fast so eine Art wie, wir brauchen ein anderes Gesellschaftssystem in der DDR als in der BRD, um überhaupt die DDR zu legitimieren. Das war ja in manchen Köpfen, in nicht so wenigen Köpfen drinnen, während andere halt einfach auch gesagt haben, hey, auch das ist eine Illusion. Wenn Polen den Kapitalismus einführt, ist immer noch Polen. Wenn die DDR den Kapitalismus einführt, dann gibt es halt keinen Grund, dass es die DDR gibt. Und das wird es halt auch dementsprechend langfristig nicht geben. Also da waren bestimmte Dinge noch lebendig, ja, die ein Jahr später schon man sich gedacht hat, wie konnte man an diesem Moment überhaupt noch glauben, dass da irgendeine Art von Perspektive in dieser Richtung ist. Der Punkt ist eher, das Ergebnis sind jetzt 25 Jahre, in denen die Welt auch nicht notwendigerweise sozusagen, weiß ich nicht, das Paradies und die Utopie geworden ist, in dem sozusagen Systemalternativen, seien sie jetzt radikaler Art oder sozusagen auf sanftere Art,
vollkommen abgewertet worden und eigentlich die Haltung hieß, es gibt nur ein System und von diesem System gibt es auch nur ein Modell, nämlich sozusagen das kapitalistische Konkurrenzmodell, radikale Konkurrenzmodell mit den Ergebnissen, die wir jetzt sehen. Und jetzt entstehen, glaube ich, das haben wir auch im vorigen Panel schon angedeutet, wieder Gedanken, aber nicht nur Gedanken, Ideen, sondern auch ganz praktische Exempel für andere Formen zu wirtschaften. Die nehmen wir gar nicht so richtig wahr. So würde ich das jetzt mal, wenn ich ganz lang genug, aber immerhin über 25 Jahre so hinweg rede, das formulieren wollen. Wir kommen gleich nochmal auf die Bedeutung des kapitalistischen Systems und die Frage nach dem dritten Weg oder nach Alternativen zu sprechen. Ich glaube, Sie wollten direkt antworten. Ich wollte an dem Punkt anknüpfen, wo Sie gesagt haben, eine bessere Gesellschaft in der DDR. Das war zumindest für mich ursächlich nicht der Ausgangspunkt, sondern einen eigenen Versuch machen. Wir waren die Träger der Revolution. Wir haben das Ganze auf den Weg gebracht. Ich war damals Ende 20, 30 Jahre alt, 89, 90. Und wir haben also jahrelang im Vorfeld darüber gesprochen. Wir haben in Gruppen zusammengesessen. Wir haben das diskutiert, wie das aussehen kann. Wir sind nach Polen gefahren. Wir sind nach Tschechien gefahren. Wir haben uns mit den Charta 77 Leuten getroffen und haben uns damit beschäftigt und so weiter. Haben uns mit Entmilitarisierung befasst, gemeinsam mit den Polen und so. Und jetzt ist der Augenblick da. Und jetzt wollen wir auch was Eigenes machen. Und wollen das sozusagen auf den Weg bringen als Bewegung, als Prozess und gucken, was dabei rauskommt. Ja? Wie gesagt, wir hatten ja vorher den Zugang, also das, was mir wichtig war an der Bundesrepublik, das waren Bücher und Schallplatten. Der Rest hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ich dachte, jetzt, wo die Grenzen auf sind, das läuft uns ja auch nicht mehr weg. Die Bundesrepublik bleibt ja da, die verschwindet ja nicht. Und meinetwegen, den Fernseher kann ich mir auch nächstes Jahr noch kaufen. Den muss ich ja nicht jetzt haben. Sondern jetzt können wir uns doch erstmal Gedanken machen darüber, wo wir hinwollen, wie wir das miteinander lösen wollen, wie wir wirtschaften wollen. Ich war damals ein großer Verfechter der Selbstverwaltung. Bin also auch zum Beispiel in Betriebe gegangen, habe also auf Belegschaftsversammlungen für das neue Forum gesprochen und habe den Leuten versucht einzureden, ihr müsst eure Firma selber in die Hand nehmen, ihr müsst die alten Leute rausschmeißen, ihr wählt neue Direktoren und dann schaut ihr, wie ihr das sozusagen eine tragfähige Produktion zusammenbekommt in eigener Regie, in eigener Verwaltung. Ich meine, Sie können sich vorstellen, wie die Leute mich da angeguckt haben. Ja, also wie die mich also behandelt haben, intellektuelles Gequatsche und so weiter und keine Experimente, das kam natürlich auch und wir waren alle drüben, wir haben gesehen, wie das geht, uns haben sie 40 Jahre lang belogen und betrogen und wir sind hier alle am Arsch und so. Und dann habe ich gesagt, was heißt hier am Arsch? Ihr habt doch alle euren Farbfernseher und euer stinkendes Auto und ihr fahrt in Urlaub, mal in Harz, mal an die Ostsee oder an das Schwarze Meer. Und insofern und belogen und betrogen, da gehören immer zwei dazu. Und an dem Punkt war dann Feierabend. An dem Punkt war absolut Feierabend, als ich gesagt habe, wenn ihr das 40 Jahre lang mit euch machen lasst, dann müsst euch mit euch was nicht in Ordnung sein. Und da war wirklich radikal Schluss. Und da habe ich gemerkt, wenn ich zu den Leuten sage, wir kümmern uns gar nicht um die Bundesrepublik, sondern wir machen was Eigenes, dass das für die offenbar ein Opfer bedeutet. Dass ich von ihnen offenbar verlange, auf etwas zu verzichten, was für sie eine Bedeutung, für mich aber keine Bedeutung hat. Und das war sozusagen für mich der Bruch, wo ich gemerkt habe, dass zumindest ich, aber auch viele andere, nicht Bärbel Bohley war ja schon gestern Abend, heute früh auch schon mal Thema, dass auch sie gesagt hat, nicht der Aufruf des neuen Forum damals, also lasst euch nicht zu Mietsklaven des Westens machen und fallt nicht auf den Konsum rein und so weiter. Das war natürlich alles in den
ins Nichts gesprochen. Ich würde gern, bevor wir zu alternativen Modellen und dem kommen, der Frage kommen, was daraus geworden ist, auf ein Paradox in der Geschichte der Grünen zu sprechen kommen, nämlich als die Grünen in die Regierungsverantwortung kamen, waren die Zeichen ja eigentlich nicht so sehr gestellt auf sozial-ökologische Erneuerung, sondern eher auf Liberalisierung und auf Wirtschaftsliberalisierung. Wie erklären Sie sich eigentlich dieses Paradox, Herr Miesig oder Herr Kellner? Also ich sage einen Satz dazu. Ich meine, Sie haben es ja schon angedeutet, indem Sie das so beschreiben, nämlich wahrscheinlich ist die rot-grüne Bundesregierung zum blödesten Zeitpunkt, den man sich überhaupt vorstellen kann, an die Regierung gekommen, nämlich an dem, wo der globale Zeitgeist in diese Richtung war, nicht soziale und demokratische und ökologische Alternativmodelle begünstigt hat, sondern eher ein das beschleunigte, finanzialisierte, liberalisierte, individualistische Ego, jeder wird am glücklichsten, indem er seinem eigenen Eigennutz folgt. Diese Haltung war damals an einem Höhepunkt und in einem solchen Klima hat man halt regiert, auch angesteckt von dem Klima, völlig klar. Wer wäre das nicht in so einer Situation, wo man ja auch als Regierende mit dem gesellschaftlichen Mainstream zu agieren hat, ja? Das würde ich ganz einfach, so würde ich es formulieren. Herr Kellner? Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Und es gab einfach keine, es gab, glaube ich, auf einer globalen Ebene oder auf einer intellektuellen Ebene, gab es keine oder nicht genügend Legitimationsreserven für eine andere Alternative zu beschreiben. Es war halt verloren. Und das, was über meine dritte Wege gibt es wie Sand am Meer als Bezeichnung. Ja? Aber sozusagen das, was mit einem Sozialismus mit demokratischem Antlitz oder Leben in Wahrheit. Ich meine, ich habe Havel nie kennengelernt, aber diese Essays sind großartig. Ja? Eine der besten Begründungen für Freiheit, die man sich vorstellen kann, das endete heute mit Zeman in der Burg in Prag. Ja? Und da liegt ja auch eine tiefe Tragik drin. Ich will aber auch sagen, es gibt natürlich auch eine zweite Ebene von Liberalisierung, die extrem notwendig war Ende der 90er Jahre. Also was wir an gesellschaftlicher Liberalisierung, als nachholender gesellschaftlicher Liberalisierung gemacht haben, eingetragene Lebenspartnerschaften, Staatsbürgerschaftsrechtveränderung. Das war ja eine Notwendigkeit, wo die Gesellschaft schon lange drauf gewartet hätte. Und in der Tat wäre es für Rot-Grün wahrscheinlich viel, viel erfolgreicher gewesen, hätte man früher regieren können. Nur da haben sich die Grünen zum Teil auch selber ein Bein gestellt mit den Positionen, was wir am Anfang hatten mit 1990 und 1994. So, also deswegen ist das Spirit Milk, aber der Zeitgeist hat das an vielen Stellen schwer gemacht, hat auch Rot-Grün Fehler gemacht, eindeutig. Ich will aber die gesellschaftliche Liberalisierung, auch 98 fortfolgend, das möchte ich auch klar verteidigen als Erfolg von Rot-Grün, der auch damals bitter notwendig war und es bis heute ist. Mit dem dritten Weg wurde ja in den 90er Jahren so eine Alternative von auf der einen Seite Thatcherismus und Reaganomics und auf der anderen Seite den gescheiterten Projekten des Sozialismus bezeichnet. Sie haben das schon angedeutet, Herr Miesig, der Sieg des Kapitalismus ist eigentlich inzwischen total. Haben diese Ideen eines dritten Weges, einer Alternative überlebt und haben Sie noch eine Chance? Also erstens mal tatsächlich, der Begriff des dritten Weges ist wie Sand am Meer, also eigentlich bis in die 90er Jahre hat man damit gemeint, einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Staatssozialismus, während man eigentlich sozusagen Ende der 90er Jahre mit Blair einen dritten Weg unter Anführungszeichen zwischen Reaganomics und westeuropäischen Wohlfahrtsstaat gemeint hat. Ja, also sozusagen etwas, der war ja nicht gescheitert, sondern eigentlich das, wenn schon das intakteste und brauchbarste Modell mit allen seinen Schwächen, die es sozusagen bis dato gegeben hat. Ja. Aber schon, da hat der dritte Weg nichts mehr von einer Systemalternative, sondern eher von einer Verschärfung, ja, Systemverschärfung. Letztendlich muss man auch retrospektiv sagen. Mein Eindruck ist heute auch etwas, was ich sozusagen als, nicht nur als jemand, der daheim sitzt und Bücher studiert, obwohl ich das sehr gerne mache, also, sondern auch als jemand, der in der Welt herumfährt und sich Dinge anschaut und Recherchereisen macht, ist mein Eindruck, dass wir in einer Situation sind, wo
nicht der Begriff der Systemalternative, aber sozusagen Elemente einer Systemalternative immer mehr auftauchen. Also wenn ich nach Griechenland fahre oder nach Spanien und Krisenstaaten sehe, aber es sind eben nicht, es sind nicht nur Elemente der Krise. Und dann sehe, wie sich Gesellschaften, um zu überleben logischerweise, auf die Beine stellen und andere ökonomische Sektoren gründen. Sektoren der solidarischen Ökonomie, Sektoren von einfach so Solidaritätskliniken, aber bis hin zu neuen Kooperativen, ja, wo sozusagen Leute, die sonst keine Perspektive hätten, Konsumkooperativen gründen und mit denen zusammenarbeiten mit neuen Agrikulturmodellen und die Bauern aus der Umgebung von Thessaloniki beliefern die Verkaufskooperativen. Und das ist keine große Sache, weil 100 Leute haben einen Job, die sonst keinen Job hätten. Und gleichzeitig auch so mit einer Anschau so Technologie-Startups, die am ersten Blick ausschauen wie normale kapitalistische Firmen aus dem Silicon Valley, was sie in einem gewissen Sinne auch sind, auch mit großen Erfolg. Also die griechischen Softwareentwickler haben natürlich viel, viel mehr mittlerweile Einnahmen, als es die griechische Olivenölproduktion hat. Also die verkaufen viel am Weltmarkt, die sind konkurrenzfähig. Aber in Wirklichkeit ist der Antrieb dieser Leute, wir wollen gemeinsam mit anderen etwas tun, was uns Spaß macht und nicht Erfolg am Weltmarkt haben. Der Erfolg am Weltmarkt kommt ins Und dass man die Miete zahlen kann, ist sozusagen, das kommt dann als Resultat davon. Und das, wenn man da genau hinschaut, sieht man in solchen Ländern, dass es in Wirklichkeit wahrscheinlich 50% der Wertschöpfung, aber 50% der am ökonomischen Leben teilnehmenden Personen betrifft, die in solchen Sektoren leben, die ich jetzt nicht mehr die kapitalistische Wettbewerbssektor nennen. Und wenn wir hier durch die Welt gehen, ja, das wurde ja heute schon genannt, und mit offenen Augen durch die Welt gehen, fällt es uns doch auch wie Schuppen oft von den Augen. Ja? Wir denken immer, unser Wirtschaftssystem ist aufgebaut von 100% der Leuten rennen im Hamsterrad und jeder will nur den Vorteil für sich und der Reichste werden. Ja? Ist ja nicht der Fall, das ist ja eine Karikatur nicht nur unserer Welt, sondern unserer Mitmenschen. Wenn man nur mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man, dass das anders ist. Und da kann man jetzt darüber reden, wie sehr das jetzt, aber da würde ich zu lang werden, deswegen deute ich es nur an, wie sehr das jetzt auch verwoben ist oder verzahnt ist mit einem Kapitalismus global in einer Krise, die viel tiefer geht als bloß ja, Krise im Sinne von BIP-Absturz. Ja? Probleme mit Innovation, Probleme mit Produktivitätssteigerungen, die einbettbar sind in das ökonomische Funktionieren, Verschuldung von allen Wirtschaftssektoren, all diese Krisensymptome, die ja viel tiefer gehen, wo man eigentlich nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Ja? Und da habe ich den Eindruck, wir sind in einer Transformation, die ein bisschen schleichend ist, die uns gar nicht auffällt. Ja? Manche sagen, wir leben schon im Postkapitalismus, wir wissen es nur noch nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind in einer Transformationszeit. Herr Klein, wenn Sie zurückblicken auf Ihre Erwartungen und Hoffnungen, von denen Sie eben gesprochen haben und die Situation und die Frage nach systemkritischen Alternativen jetzt betrachten, was für eine Stimmung haben Sie da oder was kommt Ihnen da in den Kopf? Ja, also zunächst haben wir uns Ende 1990 faktisch schon aus der Politik verabschiedet, also sowohl ich als auch mein ganzer Freundes- und Freundinnenkreis damals in Schwerin, weil wir dann gesehen haben, dass das Ganze in eine Richtung läuft, die wir eigentlich nicht wollen, also Richtung Wiedervereinigung und so weiter. Und wir haben uns dann auf regionale Projekte konzentriert. Wir haben also versucht, ein Stadtteilzentrum in Schwerin aufzubauen, sind nach Hamburg gefahren, haben uns das da angeguckt, wie das da läuft. Ich war dann Vorstand in einer freien Heilvolkshochschule, die wir seinerzeit gegründet haben, bei der Grünen Liga mit aktiv diesem ostdeutschen Umweltverband, den es ja bis heute gibt, haben
bin also auch von Anfang an Mitglied der Böll-Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern, damals sozusagen vom neuen Forum abgesandt beim Aufbau Entwicklung der Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Ganz mehr Demokratie. Wir haben, als die Länderverfassungen auf den Punkt kamen, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern hier auch mit dem Omnibus für direkte Demokratie Touren organisiert, haben mit den Leuten über die Verfassung gesprochen, dass sie sich einmischen sollen, dass Volksentscheide da reinkommen und so weiter. Und wenn ich diese erste Phase anschaue, dann habe ich im Rückblick den Eindruck, dass da ganz viel gescheitert ist. Also unser Projekt mit dem Stadtteilzentrum ist nach 6 Jahren, mussten wir das beerdigen, weil wir dann irgendwann festgestellt haben, dass unsere eigene Verwaltung in Schwerin, der Oberbürgermeister, gegen uns gearbeitet hat. Dass der Meinung war, Extremisten kriegen in seiner Stadt kein Bein auf den Boden. Und dass der so Leute einfach nicht haben wollte. Obwohl er selber aus der Kirche kam, auch von DDR-Zeiten her. Die Freie Heim-Volkshochschule ist gescheitert aus verschiedenen Gründen. Da hatte ich dann sozusagen eine Klage auf Durchgriffshaftung von Seiten der Gläubiger am Hals als Vereinsvorsitzender, wo ich 4 Jahre mit dem Amtsgericht zu tun hatte. Da habe ich sozusagen die Verhältnisse der Bundesrepublik aus einer ganz anderen Seite, von einer ganz anderen Richtung kennengelernt, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Die Grüne Liga hat sich bei uns nicht so entwickelt. Also da war so eine ganze Reihe von Rückschlägen. Und in der Bildungsarbeit, ich war also die ersten Jahre bei einem Verein Arbeit und Leben, das ist so ein gewerkschaftsnahes Bildungswerk, wo ich also versucht habe, zum Beispiel eine Kommuneentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen. Also ganz viele Kommuneseminare organisiert habe, Leute aus dem Westen eingeladen habe, meinetwegen aus der Eifel hier, von der Kommune, wo Baro eine Zeit lang mitgewirkt hat. Bei Kassel gibt es ja diese Kommune und so weiter. Habe versucht, dann verschiedene Ministerien dafür zu interessieren, also im Sinne auch von Wiederbelebung des ländlichen Raumes und so weiter. Das hat aber auch keine Erfolge gehabt. Damals haben die Leute, sind dem also mit völligem Unverständnis begegnet. Ich will nur sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie dem nachgetrauert, dass also diese Chance, oder sagen wir mal, was ich für eine Chance gehalten habe, was Eigenes auf die Beine zu stellen, was Eigenes zu entwickeln, bin ich dann zu der Einsicht gekommen, gut, das ging offensichtlich nicht mit den Leuten, dann muss man das auch wieder ad acta legen, ließ sich halt nicht machen. Schauen wir mal. Und dann war ja aber auch der Ansatz von den Westgrünen so eine Überlegung, die bei mir jedenfalls so angekommen ist. Wir entwickeln ganz viele kleine Projekte, Sachen, selbstverwaltete Betriebe, Genossenschaften, Landwirtschaftsbereich, aber auch Wohnkommunen, Koop-Sachen und so weiter. Und hoffen dann, weil auch in der Vorrunde schon mal das Wort Beispiel Vorbild geben und so weiter, hoffen dann mal, dass das sozusagen in das Umfeld ausstrahlt und Nachahmung findet. Ja, mir war also in den 90er Jahren noch nicht klar, dass das im Grunde auch im Westen gescheitert ist, dass das sozusagen nicht den Erfolg gehabt hat, den ich mir vorgestellt habe. Also dass da tatsächlich, dass das beispielgebend und vorbildhaft gewesen ist. Das habe ich, also nach meiner Vorstellung, wie das wirken sollte und wie es dann im Westen tatsächlich gewirkt hat, war mir das alles viel zu wenig. Das ging mir alles viel zu lange. Das war mir alles nicht radikal genug. Das hätte eigentlich anders zünden müssen. Und Ich war dann erstmal ein bisschen sozusagen konzeptlos und habe gedacht, ja, wo setzen wir dann jetzt an? Dazu kam noch ein zweiter Punkt, den ich auch im Zusammenhang mit Gewerkschaften
die sich ja auch im Osten dann nicht, die marschierten ja bei uns aus Richtung Hamburg ein und wollten ja auch mit den Ostgewerkschaften natürlich nichts zu tun haben, waren ja belastet und haben dann angefangen, ihre Sachen da aufzubauen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn eigentlich aus euren ganzen Nachkriegsansätzen geworden, alternative oder günstige Wohnungen anzubieten, nicht die neue Heimat. Was ist mit dem Koop? Was ist mit dem Koop geworden? Was ist mit der Versicherung? Jedenfalls diese ganzen, dass man sozusagen die Lebensnotwendigkeiten, dass man dafür Alternativen organisiert. Da wollten die Gewerkschaften nie drüber sprechen, warum das gescheitert ist, warum das alles den Bach runtergegangen ist. Das hat mich natürlich gewundert und dachte, ja, das muss doch Ursachen haben. Warum funktioniert das nicht? Herr Kellner, die alles entscheidende Frage ist ja, gibt es heute eine grüne Vision von der ökonomischen Alternative und wie sieht die aus? Also ich erlebe, ja, sie gibt's und sie hat zwei Teile der Antwort. Das eine ist, zusammengefasst ist, wir brauchen technologische und soziale Innovationen. Ich führe das gleich nochmal aus. Ich sehe aber auch gerade eine Zeit, in der wir uns befinden, es gab ja auch in den 90ern eine Enttäuschung und Abwendung von Politik. Es wurde ja gerade ein Stück in einer Biografie beschrieben. Ich frage mich, ob ich ein Ende von Neo Biedermeier in Deutschland erlebe. Ich weiß es gerade nicht, aber dieses, wir leben in einer Wohlfühlgesellschaft, alles ist gut, das wird das erste Mal richtig aufgebrochen in den letzten Wochen und Monaten. Und da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Und ich erlebe auch, und das finde ich hochinteressant, einen wahnsinnigen Drang wieder, politische Bewegung. Also Anfang Januar, wir haben es satt, unter anderem hat die Böll-Stiftung hier das Haus aufgemacht für Verpflegung, also eine große Demonstration in Berlin mit 50.000 Leuten, es war wirklich kalt zum Thema Agrarwende. Wir werden jetzt am 10. Oktober, ich hoffe, ich sehe Sie oder einige von Ihnen, von euch wieder eine große Demonstration haben zum Thema TTIP. Und ich glaube, dass wir heute einerseits die Frage haben, also wo ich es einfach sehe, es gibt wahnsinnig viel Bewegung. Das werden wir auch noch bei der Frage von Klimakonferenz Paris und was wir dort an Demonstrationen, an zivilgesellschaftlichen Engagements sehen werden, glaube ich, dass sich da sehr viel entwickelt. Und das ist eine grüne Aufgabe, da mit dabei zu sein, das auch dafür zu nutzen, politische Alternativen zu erzählen. Und dann komme ich zurück zu Ihrer Frage. Wir sind tatsächlich gut darin zu sagen, was technologische Innovation angeht. Also mit grünen Ideen, schwarzen Zahlen zu schreiben, ist das immer das Paradigma. Und da haben wir auch viel erreicht und da ist auch vieles, was weiterläuft. Und der zweite Strang, den wir verfolgen sollten aus meiner Sicht, ist, dass wir soziale Innovation als Grüne unterstützen, auch verhindern, dass sie abgleiten in einen Plattformkapitalismus, ich sage gleich, was ich da meine, so dass wir beides haben können. Also ich gebe Ihnen Beispiel einen Punkt wie, dass Sie möglicherweise Ihr neuestes iPhone nicht zu 6S wechseln müssen, wenn Sie da was reparieren müssen, sondern dass man Frage von Repair-Cafés unterstützen kann. Dass man sowas wie erleben mit, dass auch ich zum Beispiel kein Auto mehr habe, schon seit noch nie eins besessen habe, ich im Prinzip Auto fahre und mir einfach eins leihe. Also dass wir sozusagen darüber Innovationen sehen, die wir unterstützen und wir brauchen da beides. Und ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Containern war. Ja, ich weiß nicht, waren Sie schon mal, da hinten sind eher die jungen Leute, wer weiß, was das ist? Wer weiß, was Containern ist? Okay, wer war schon mal Containern? Man muss sich ja nicht äußern. Es ist sozusagen ein Auftreten gegen Lebensmittelverschwendung, dass man die Sachen aus den Tonnen wiederholt. Jetzt würde ich als Grüne nicht ins Wahlprogramm schreiben, sie sollen alle Containern gehen. Also keine Angst, das möchte ich nicht, ja, Jörn, nicht. Aber sozusagen, dass es diese Form von Protest gibt. Genau, um Gottes Willen, ja, also um Gottes Willen. Aber ich finde, dass wir anerkennen müssen, was es da an sozialen Innovationen gibt und dass wir das sozusagen auch nutzen als politische Energie, um Veränderungen zu erreichen. Ich glaube, das ist Aufgabe für eine grüne Partei und das gehört dann auch dazu, wie wir ein anderes Wirtschaften erreichen, nämlich durch technologischen und sozialen Innovationen.
Herr Miesig, wie erklären Sie sich, dass die Frage, das Drängen, der Bedarf an einer, nach einer grünen, systemkritischen Alternative so gering ist oder dass das so unglaublich wenig populär ist, was man ja wohl sagen muss? Ich weiß nicht, ob der Bedarf so gering ist. Ich glaube sozusagen in der Gesamtgesellschaft, und das hat jetzt nichts mit Grün oder sonst was zu tun, in der Gesamtgesellschaft ist doch in Wirklichkeit die vorherrschende fast Emotion oder instinktive Wissen, die Eliten haben, also dieses Werkel funktioniert nicht mehr, in dem wir leben, und die Eliten haben keinen Plan, ja? Welche auch immer. Ja? Weder einen Plan, wie man das kaputte Werkel repariert, noch einen Plan, wie man ein anderes, funktionableres etabliert. Und das ist ja zu einem nicht erheblichen Teil eine der Quellen des Politikverdrusses gefallen, aber auch diese Übellaunigkeit, die sich durch unsere Gesellschaften zieht, diese Abwertung gegen Politik-Akteure, und Akteurinnen. Also insofern das Bedürfnis wäre sehr groß. Ja, ich glaube, dass es natürlich ganz schwierig ist, weil einerseits, ich glaube nicht, dass du einen Masterplan brauchst, so wie man früher sich die Utopien ausgemalt hat. Ja, man hat wie der Architekt einen Plan und da baut man dann hinterher eine Gesellschaft. Ja, also so funktioniert Gesellschaft nicht, aber zumindest irgendeine Idee brauchst du schon, und die muss grob sein und vor allem den Optimismus, dass die verwirklichbar ist. Also zu sagen, ja, es wäre schon schön, wenn es eine Idee hätte ich schon, aber es wird halt keine Chance geben, sie zu verwirklichen, ist auch nicht gerade das, was den Schwung gibt und den Optimismus, dass sich Leute dafür stark machen. Also es braucht eine ganze Reihe von, und es braucht natürlich auch so etwas wie, es braucht oppositionellen Aktivismus. Ja? Also der Punkt ist, selbst wenn, und mit Opposition meine ich fast systemoppositionellen Aktivismus. Also wenn Leute aus dem politisch etablierten System, die lang im politisch etablierten System sind, und das gilt jetzt tatsächlich auch schon für die Grünen, ja, und natürlich noch viel mehr für Regierungsparteien logischerweise, aber parlamentarische Oppositionsparteien sind von dem nicht vollkommen ausgenommen. Wenn die sich hinstellen und sagen, wir haben jetzt die Idee für die und den Schwung und den oppositionellen Schwung für die Transformation unserer Gesellschaft, und da wollen wir, dass sich der antielitäre Protest und Aktivismus das zu eigen macht, dann funktioniert das halt relativ schlecht. Ja, das muss man auch einsehen. Also sagen wir mal so, relativ neue, auch ein bisschen populistische antielitäre Protestbewegungen, seien die jetzt parteiisch wie Syriza oder Podemos, seien die auch grassrootsmäßig wie die Indignados und so, kriegen das natürlich leichter hin als eine parlamentarische Oppositionspartei, die seit 25 Jahren oder 30 Oppositionspartei ist und selbst Teil des Spiels. Also ganz zu schweigen von, also, ich meine, die Sozialdemokraten haben das Problem natürlich noch tausendmal mehr. Ne? Also die SPD ohnehin, aber selbst jene Sozialdemokraten in Europa, die noch näher an so etwas dran wären. Die SPD ist ja eher Teil der anderen Seite mittlerweile. Aber das sind natürlich so die objektiven und subjektiven Obstacles zu all dem. Ja? Aber das Bedürfnis nach dem gibt es schon, glaube ich. Sie wollten direkt dazu was sagen, Herr Kellner? Ja, ich wollte nochmal einen Punkt, wo ich tatsächlich glaube, wo wir auch eine harte Auseinandersetzung erleben. Und das ist die Frage von Demokratie und Kapitalismus. Also wir sind hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, die hat sehr, sehr viele Auslandsbüros. Und was wir erleben gerade auf dem globalen Maßstab, ist Verlust an Raum für Zivilgesellschaft. Und da rede ich nicht nur über China und Russland, sondern auch über Indien, Kambodscha, Myanmar, große Teile Afrikas, wo das, was sozusagen auch eine Bürgerrechtsbewegung, jetzt sind wir wieder bei 89, ausgemacht hat, also Freiraum für Zivilgesellschaft zu erkämpfen, gerade zurückgedreht wird. Das heißt, und wir erleben hier in Europa eine Debatte um Postdemokratie, unseren Zuständen. Aber die Frage und die Auseinandersetzung, die wir jetzt gerade um TTIP erleben, das ist ja, wird ja aus meiner Sicht gespeist von Gefühl der Ohnmacht, dass demokratische Entscheidungen
ausgelagert werden und nicht mehr steuerbar sind. Und deswegen gibt es da auch einmal so eine Mobilisierung. Ja, sehr erstaunlicherweise im Laufe des Jahres. Ist ja kein Thema. TTIP kennt heute jeder. Das ist ja in der technischen Materie hochkompliziert. Und trotzdem hat es auf einmal eine wahnsinnige Mobilisierungskraft. Und ich glaube, die Frage von, wie setzen wir Demokratie in unseren Zeiten, wie revitalisieren wir sie, das hat eine Frage für Parteien, das hat eine Frage für Deutschland, das hat eine Frage für die Europäische Union, aber es hat vor allem auch eine globale Frage, ist eine der großen Auseinandersetzungen, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Und da erleben wir auch unterschiedliche Modelle eines Kapitalismus, nämlich eines autoritär geführten Kapitalismus oder eines demokratisch-freiheitlichen mit einer verbundenen sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und das ist vielleicht noch nicht in den Konturen so ganz klar, aber da sehe ich eine große Auseinandersetzung, die wir uns in den nächsten 20 Jahren stellen werden. Und da ist die Rolle zumindest für meine Partei klar. Unsere Haltung ist, wir wollen da die Welt besser machen. Und dann ist man nach 25 Jahren natürlich, können wir nicht zurück in die Zeit der Unschuld. Ja? Also das ist, und wenn man einmal regiert hat, 7 Jahre in diesem Land, dann, aber dass wir diese Haltung machen, ja, wir wollen diese Welt weiterhin verbessern und dafür haben wir Ideen, dafür haben wir Konzepte, dafür haben wir Kämpfen. Das sollen und das müssen wir ausstrahlen und da gibt es auch noch genug Unterschiede zwischen den politischen Parteien und das ist das, wo ich eine große Sorge habe, dass wir mittlerweile so eine Systemopposition erleben, sagen, die Politik ist schlecht und das ist alle das Gleiche und das ist eine Sorge, wo auch Politik eine Herausforderung hat und wo wir auch annehmen müssen, auch auf Unterscheidbarkeit Wert legen müssen und dafür kämpfen und das sehe ich auch eine Rolle für meine Partei. Darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Ich habe ja das jetzt sozusagen auch nicht als Vorwurf, sondern eher als eine nüchterne Analyse eines Zustands formuliert. Gleichzeitig, wenn man das so tut, kann man sich auch die Frage stellen, wie muss man sich vielleicht anders auch sozusagen positionieren, oder aber jetzt nicht nur von den Positionen, sondern auch von dem ganzen personalen Habitus oder so, ja? um da besser zu werden, weil es ist völlig klar, sozusagen solche so Blasen, eines Berliner Blasen, ganz zu sprechen von Brüsseler Blasen, haben natürlich einen extrem großen Sog. Ja? Und um das eine noch dazu zu sagen, ich meine, da braucht man auch gar nicht so allgemein, ich meine, in einer Situation, wir erleben eine totale Entdemokratisierung, in einer Situation, wo wir eine ökonomische Notsituation haben, wo dauernd sich irgendwelche Leute treffen und sagen, das ist jetzt eine Emergency-Maßnahme, deswegen müssen wir sie, Staatschefs oder sonst irgendwer, durchziehen. Und dann treffen sich sozusagen irgendwelche EU-Eurozonen-Finanzminister, die sich Eurogruppe nennen, die es in Wirklichkeit formalisiert überhaupt nicht gibt, also gibt es gar nicht. Ja? Aber in Wirklichkeit treffen sie die bedeutendsten Entscheidungen in Europa völlig ohne demokratische Kontrolle, außer dass sozusagen die Finanzminister eine Mehrheit in ihrem Parlament hinter sich brauchen. Aber eigentlich sind sie daheim Exekutive, aber in dem Moment, wo sie nach Brüssel fahren, sind sie Gesetzgeber und fahren dann zurück. Und natürlich gibt es noch parlamentarische Beteiligung, aber die schaut immer so aus, dass man sagt, okay, wenn ihr aber jetzt nicht zustimmt, dann geht die Welt unter, also ihr müsst zustimmen. Also und das Ganze auch noch unter den Bedingungen von realen Machtverhältnissen. Es gibt in Europa Länder, die sind mächtiger als andere. Insbesondere die einen sind Gläubiger, die anderen Schuldner. Also da gibt es eine Zerstörung von Demokratie durch 19 Leute, ja, glaube ich mal, ja, die sich regelmäßig in Brüssel treffen, wo völlig klar ist, da muss man klare Kante dagegen machen. Vielleicht können wir, weil Sie es eben auch schon mal in einem Beitrag angesprochen haben, auf die Flüchtlingssituation nochmal zu sprechen kommen und auf das Engagement der Bürger. Ich meine, das war ja überwältigend bisher. Man weiß nicht, wie lange das anhalten wird, aber was da sozusagen von selbst auf die Beine gestellt wurde und wo die Politik eben sehr viel später kam oder noch kommt oder man noch auf sie wartet, das war ja vielleicht auch Ausdruck eben doch eines Bedarfs, ne, an Engagement, Aktivismus, auch einer Bereitschaft, sich zu beteiligen. Und das sind ja alles eigentlich grüne Werte, ne? Also Bürgerbewegung, Aktivismus, Basisdemokratie, sich beteiligen. Und es gab irgendwie so einen ganz, ganz guten einen Twitter-Eintrag dieses ehemaligen Piratenpolitikers, wie heißt er gleich? Er ist mir jetzt entfallen. Auf jeden Fall war diese... der jetzt bei Springer arbeitet. Jedenfalls war die, das fand ich ganz lustig, welche Bereiche wollen wir jetzt noch sozusagen so verteilen, ohne dass die Politik irgendwie überhaupt involviert ist. Das heißt, ich finde schon interessant, welche Bereitschaft es da gab frag mich halt, was bedeutet das jetzt auch als aktiver Politiker? Umgekehrt, was für Rückschlüsse ziehen Sie eigentlich daraus? Und eigentlich müsste das doch sehr positiv
positiv und optimistisch stimmen. Total. Also Christopher Lauer heißt er. Christopher, ja. Entschuldigung. Total. Also ich finde das bemerkenswert und jetzt auch mal das nicht nur für Grün zu reklamieren. Ja? Also es engagieren sich da unglaublich viele Leute in einer nachbarschaftlichen Solidarität. Und übrigens, es sind ganz viele Leute aus politischen Parteien, die auch Teil dieser Gesellschaft sind, mit dabei. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt, und das aber nicht nur die Grünen, also ich will das gar nicht für meine Partei reklamieren oder einbinden, das wäre völlig fehl. Aber ich sage Ihnen, ich habe meine Partei gebeten, weil wir es auch sozusagen als Best Practice, auch als Beispiele zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass es ganz viele machen, habe ich gebeten, Mensch, schickt mir doch eure Beispiele, was ihr vor Ort tut. Also an meine Parteifreundinnen und Freunde. Und es ist nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Brief schreibe bei meiner Partei, und ich dann ganz viele Antworten. Ich habe irre viele Zuschriften bekommen. Ich habe vorgestern über 100 Zuschriften gelesen und es ist unglaublich berührend, wie sich Kreisverbände ihre Büros für Flüchtlinge stellen, wie sie Badeausflüge organisieren. Das sind alles Leute, die in der Zivilgesellschaft wahnsinnig aktiv sind. Ich kann jetzt Ihnen die grünen Beispiele erzählen, aber ich sehe das genauso bei Sozialdemokraten, ich sehe das genauso bei auch in manchen kirchlichen Gemeinden. Das sind ganz bestimmt nicht alles Grüne, die sich da engagieren, auch, aber auch nicht nur. Und eine wahnsinnige Breite, und das finde ich toll. Und ich will damit sagen, das ist nicht nur die Zivilgesellschaft, da steht die Politik, da sind auch ganz viele mit aktiv. Und wenn Sie sich anschauen, was vor Ort unsere kommunalpolitischen Vertreterinnen und Vertreter, das ist ja eine irre Zahl in Deutschland, was die leisten gerade, ist ja auch Teil eines politischen Systems und wie da bis weit in die Nacht geschuftet wird und wie natürlich Politik an die Grenzen kommt, wenn auf einmal 100 Leute vor der Tür stehen, die bis abends Betten brauchen. Natürlich ist das eine wahnsinnige Herausforderung und natürlich ist das es. Und ich glaube, was das gerade das Tolle ist, es gibt, wenn ich das so etwas lapidar sagen kann, es gibt gerade emotionalen Speck oder emotionalen Rückhalt für auch die schwierigen Auseinandersetzungen, die in den nächsten 10 Jahren vor uns stehen werden. Natürlich wird Integration nicht nur einfach werden. Es wird kein Kindergeburtstag alleine sein. Aber es gibt sozusagen eine Ressource, es gibt eine Möglichkeit, das auch zu gestalten. Und das ist extremst positiv. Und ich fand das gut. Das war nämlich schon sehr früh zu erkennen. Und ich habe mich wahnsinnig vor ein paar Monaten geärgert, dass alle nur über Pegida und über Leipzig und Dresden in dieser Republik geredet haben. Ja? Und schon damals gab es extrem viel zivilgesellschaftliches Engagement. Und jetzt sind wir nun gerade eine grüne Partei, und das finde ich auch wichtig, die gesagt haben, es kann nicht alles der Staat regeln, sondern natürlich ist zivilgesellschaftliches Engagement auch toll und das wollen wir fördern und das ist auch bewundernswert. Und dafür sollte es auch eine Anerkennung geben. Und das wird nicht auf dieser Ebene jetzt für immer so bleiben, aber es gibt eine wahnsinnige Legitimität für eine andere Politik da durchzusetzen. Deswegen freut mich das auch so wahnsinnig und berührt mich dann auch zum Teil wirklich, was da Leute auf die Beine stellen. Und deswegen glaube ich auch, was ich vorhin sagte, wir haben heutzutage eine Gesellschaft, die ein Stück im Neo-Biedermeier erstarrt ist, wo wir schon unterhalb dessen einen wahnsinnigen Veränderungsbedarf erleben. Die Leute wollen anders leben und arbeiten. Ja, aber es wird nicht mehr erzählt in dieser systemischen Frage oder in der systemischen Sprache von Marx und Hegel. Das wird heute anders formuliert. Ja. Das ist der eine Punkt, wo ich glaube, wo Politik auch alltagsnäher ein Stück sein muss. Und zugleich frage ich mich halt, ob wir jetzt nicht gerade ein Ende dieses Neo-Biedermeiers in Deutschland leben, sozusagen ernsthafte politische Probleme, die ernsthaft sozusagen dazu führen werden, dass wir wieder harte Auseinandersetzungen erleben und auch Unterscheidbarkeit zwischen Politik. Das wird sich zeigen, ob ich recht habe oder nicht. Ich glaube, wir sind da gerade an einer Zeitenwende. Ob das so ist, müssen wir vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren hier nochmal diskutieren. Aber ich glaube, das sind jetzt Themen, die so hoch auf der gesellschaftlichen Agenda sind, dass sie nicht wieder so einfach abgleiten. Ich denke auch, dass darin auf jeden Fall eine Chance besteht. Herr Klein, wie erleben Sie die gegenwärtige aktuelle Situation? Also Herausforderung auf jeden Fall. Natürlich auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, auch wenn wir im Bundesvergleich das kleinste Kontingent an Flüchtlingen so aufnehmen müssen, schultern müssen, aber für Mecklenburg-Vorpommern trotzdem eine Herausforderung. Insgesamt bei den ganzen Diskussionen, wenn ich jetzt auch die Beiträge eben höre, wird mir nochmal deutlich, welche Unterschiede es auch gibt, meinetwegen in Mecklenburg, da wo ich lebe, und in anderen Bundesländern.
das ist doch offensichtlich sehr verschieden. Also in Mecklenburg ist niemand in der Partei. Ordentlicher Mensch ist da nicht. Und da ist aber auch niemand in der Gewerkschaft. Niemand ist in der Kirche. Was sind da eigentlich für Strukturen, ja, die das Ganze tragen? Also das erlebe ich als ein Problem. Die schrumpfende Einwohnerzahl. Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt bei knapp 1,6 Millionen Einwohner angekommen. Das ganze Flächenland. Bis 2020 rechnet man mit 1,4 Millionen. Das Ganze auch noch fürchterlich überaltert. Die kommen mit dem Strukturanpassen von staatlicher Seite gar nicht mehr hinterher. Ja, Beamte, Verwaltungsleute pro Kopf. Wenn ihnen aber die Einwohnerschaft verschwindet, müssen sie ja die Verwaltung und so weiter ständig runterfahren. Wie weit kann man das eigentlich tun, ohne dass man eine demokratische Funktionsfähigkeit gefährdet von dem Laden? Hat man noch keine Lösung? Hat man noch keine Lösung für gefunden? Ja, ich weiß nicht, ob das für die tatsächlich die Rettung wäre, wenn sie nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Weil wenn ich das Vorschläge, Hinweise in der Presse in der letzten Zeit richtig gelesen habe, dann ist ja eher die Theorie, dass man sie in die Ballungsräume bringen muss, wo sie also eine Chance tatsächlich haben, sozusagen Beschäftigung zu finden, Solidarität zu finden und so weiter. Aber um mal auf unser Thema noch zurückzukommen, Alternative heute, so finde ich interessant, wenn uns das gelingt, wieder so eine Art Dreiklang dabei zu initiieren, also eine Basisbewegung, sozusagen den politischen Arm, aber auch in der Form von Think Tank. Ich las neulich gerade was über Aktiensozialismus von einem Berliner FU-Ökonomieprofessor. Fand ich großartig, die Idee. Ja, also, dass der Staat sozusagen einen Teil des Staatshaushaltes dazu verwendet, von großen DAX-Unternehmen Aktien aufzukaufen, bis dahin, dass sie also 51% an diesen Konzernen halten, im Aufsichtsrat sozusagen Einfluss auf das Management nehmen, steuern, die zum Beispiel, wobei man im Moment den Eindruck haben könnte, als wenn dann nicht alles gut läuft. Jedenfalls, ja, ich weiß, möglicherweise war das auch eine Ursache des Gedankens, aber jedenfalls, ob wir das dann am Ende so machen. Aber diese Form von Visionen entwickeln, Entwicklungen also aufzeigen, wo das hingeht, die politisch versuchen umzusetzen und von der Basis her Druck aufzubauen. Ich finde, so ein Dreiklang muss zusammenkommen. Es gibt einfach eine Arbeitsteilung. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich Visionen entwickle, Vorschläge mache. Auf der einen Seite bin ich aber auf der anderen Seite nicht der, der das umsetzt. Das müssen wieder andere machen. Also es gibt nicht jemand, also alleine macht alles. Ja, das muss zusammenkommen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Beiträge. Ich möchte wenigstens die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, bitte. Ja, Stadermann nochmal. Also ich würde da gerne noch einen vierten Punkt dazu tun, Herr Klein. Weil im August oder in diesem Sommer fand ich das Beste, was ich jetzt erfahren habe, war der 16. August, wo diese Tagebaubagger besetzt worden sind in Garzweiler. Das war eine Provokation. Und brauchen wir nicht noch auch die Provokation, die sozusagen den geistigen Raum eröffnen, uns zu Bewusstsein zu bringen, was wir brauchen und wohin die ganze Sache gehen soll. Früher waren die Grünen ja viel provokativer. Soll man da nicht wieder anknüpfen? Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, dort anzuknüpfen. Es ist aber schwierig. Ich habe logischerweise nun eine sehr Mecklenburger Perspektive auf das Ganze.
Und ich habe das in der vorherigen Diskussionsrunde mit Interesse gehört, dass das eher von einer negativen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise auf Entwicklung sich verändert hat. Das kann ich so für Mecklenburg noch nicht bestätigen. Da müssen wir also noch dran arbeiten. Ich finde aber, wenn ich zum Beispiel versuche, jetzt haben wir in Mecklenburg einen Verband der freien Träger der allgemeinen politischen Bildung. Und von Seiten der Verwaltung wird vielen anderen, aber auch uns, permanent die Daumenschrauben angezogen. Die Bürokratie wird immer mehr. Man versucht also auch Träger aus dem Feld vielleicht zum Aufgeben zu bringen. Das nennt sich dann Revierbereinigung und so weiter. Also Förderprobleme zum Verschwinden zu bringen. Und wenn ich jetzt versuche, die anderen also zu einem gemeinsamen Widerstand, zu Provokationen auch in den politischen Raum herein, weil das da eigentlich kaum wahrgenommen wird, zu bewegen, so treffe ich immer so auf eine Haltung. Möglicherweise kann ich ja mit denen irgendwie für unseren Verein einen Modus vivendi verabreden, dass wir gerade noch durchkommen. Ja, also keine Solidarität, sondern wir gehen auf Abstand. Wir gucken mal, dass wir für uns vielleicht einen Weg finden, aber nicht gemeinsam mit den anderen Widerstand aufbauen, provozieren und so. Das ist bei uns eher die Haltung, die ich finde. Aber ansonsten gehe ich völlig konform mit Ihrer Auffassung von Provokation. Sind noch andere Fragen? Hier vorne bitte. Danke, Eva Quistow. Ich habe mich vorhin etwas provoziert gefühlt durch Robert Missig, mich da gemeldet. Also, mein lieber Robert, jetzt auch bezogen auf das, was Michael gesagt hat zu den Ansätzen, dritter Weg, sozial-ökologische Marktwirtschaft innerhalb des großen globalen kapitalistischen Systems, aber das in der jetzigen Phase von den riesen autoritären Systemen, sei es Russland, China, sonst wo zu erhalten, ist ja eigentlich schon ziemlich großes Ziel und wird schon ziemlich anstrengend sein. Und mich stört einfach, wenn halt, sei es im Feuilleton oder bei irgendwelchen politischen Diskussionen, zu allgemein über die Politik geredet wird, dann eben, wie gesagt, alle in einen Topf. Und wir sind dann angeblich die unschuldigen Bürger oder die gebildeten linken Intellektuellen. Und du hast geredet von totaler Entdemokratisierung und von Zerstörung der Demokratie. Und ich würde mir diese Worte wirklich für andere Situationen und auch andere Länder aufheben. Natürlich gibt es eine totale Entdemokratisierung in Syrien und im Irak, ja, und auch eine ziemliche Zerstörung von Demokratie in Russland und China, würde ich sagen. Aber wenn du diese Begriffe jetzt auf die jetzige Situation mit der Euro-Rettung beziehst, teile ich wahrscheinlich viel deiner Kritik, was da technokratisch ist, was abgehoben ist, wo ich finde, dass die Merkel-Sprache total viel verschleiert und leider sich so viele von ihr beruhigen lassen. Aber ich glaube, ich bitte darum, wenn wir nicht eine weitere Politikverdrossenheit als linke Kritiker selber erzeugen wollen, mit solchen, die solche Klopper wegzulassen. Und darum nochmal meine Frage, was stellst du dir, also erstens ist der Anteil der Entdemokratisierung kommt nicht nur von oben, wäre meine These, sondern ein Teil der Entdemokratisierung kommt von unten und zwar mit Hilfe von YouTube, Internet, Twitter, Facebook. Guck dir doch und durch die Konsumgesellschaft und du kannst den Überkonsum dieser Medien, die ablenken, kannst du nicht sozusagen sagen, das hat alles die Troika und der böse Kapitalismus organisiert, der uns jetzt alle entdemokratisiert. So, ich glaube, ein Problem des jetzigen Demokratieerhalts ist, das hat es so noch nicht gegeben, in anderen Formen zwar, weil nie das ganze Volk hinter aktiver, zivildemokratischer Zivilgesellschaft stand, aber es ist neu, die Selbstentdemokratisierung der Konsumenten und vor allem auch der Internetkonsumenten, finde ich, ist ein neues Problem und da musst du dann auch mal drauf reindreschen. Ja, Eva, du hast natürlich völlig recht. Wolfgang Schäuble ist nicht Assad. Und sollte ich diesen Eindruck erweckt haben, entschuldige ich mich bei dir und insbesondere bei Wolfgang Schäuble, aber ich habe den Eindruck, glaube ich, auch nicht so richtig entwickelt. Aber du hast schon recht, natürlich, man kann auch in Begriffen Graustufen formulieren. In der Sache brauche ich dann nicht
sozusagen in der Sache habe ich es dann eh beschrieben, was ich darunter verstehe, und da sind wir uns ja wahrscheinlich eh ziemlich einig. Ja, die Sache mit den, die Frage, ob die, ich weiß nicht, ob das richtig der Punkt ist, der Entdemokratisierung, Demokratisierung und mehr Demokratie impliziert nicht die Verpflichtung von allen Bürgern an der Demokratie teilzunehmen, auch in keiner Geschichte gab es das, und das ist sozusagen etwas sowas wie, ja, konsumistische Ablenkung gibt, ist der Fall, wirst auf unterschiedliche Art und Weise wirst es auch in anderen Epochen gehabt haben. Dennoch glaube ich, natürlich hast du einen wichtigen Punkt, den man auch mit der, entschuldige, jetzt tue ich schon wieder, ich finde es auch nicht so blöd, manchmal ein bisschen übertriebene Begriffe zu benutzen, weil sie sozusagen ja auch eingängig sind. Ja? Natürlich muss man sich die Frage stellen, kann die Demokratie das Internet überleben? Ja? Kann die Demokratie das Internet überleben? Nämlich ich finde sozusagen viel gefährlicher oder fragwürdiger die Aufregungsökonomie des Internets, Diskurse, die bestimmt werden von irgendwelchen Spinnern, die in früheren Zeiten alleine beim Wirten vor ihrem Bier gesessen wären und keiner hätte mit ihnen geredet. Und jetzt können sie den Eindruck erwecken, sie sind in einer Woge Gleichgesinnter. Ich halte auch nichts von der Theorie, die Scheußlichkeiten und die Menschenfeindlichkeit gab es immer schon, jetzt sieht man sie halt und das sei gesund. Nein, da gibt es natürlich Ansteckungseffekte und Verstärkungseffekte, und selbst wenn es die Menschenfeinde immer gegeben hat, früher hätten sie vielleicht das Gefühl gehabt, ich halte besser die Goschen und sage es nicht so laut, und heute bestärken sie sich gegenseitig. Auch die Kompromissfähigkeit, die natürlich am Ende des Tages auch immer da sein muss, wird nicht gestärkt durch Polarisierungseffekte der Aufmerksamkeitsökonomie, aber sozusagen im Meer der Daten musst du laut schreien, um überhaupt gehört zu werden, und übertriebene Formulierungen benutzen, wie ich das tue. All diese Dinge sind Komplikationen unseres jetzigen, also sozusagen unserer jetzigen politisch-medialen industriellen, digital-industriellen Komplexes. Habe ich keine endgültige Antwort, weil das ja Dinge sind, die im Fluss sind, aber natürlich sind das Probleme, mit denen wir umgehen müssen, klar. Ich danke Ihnen sehr für diese wirklich sehr interessanten und sehr unterschiedlichen Beiträge. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, man kann festhalten, dass wir auf jeden Fall in einer interessanten historischen, also noch nicht historischen, interessanten Situation, politischen Situation leben und vieles gerade neu auf dem Spiel steht. Und also wie Herr Kellner das formuliert hat, eben das, was Sie als Neo-Biedermeier irgendwie oder neo-biedermeierliche Erstarrung bezeichnet haben, dass es schon die Chance gibt, dass die jetzt gerade aufbricht. Und die Frage natürlich ist, was wir damit machen. Und natürlich auch die Frage, was die Grünen damit machen und wie populär sie alternative Wege, Konzepte und neue Visionen entwickeln können, die es jetzt einfach braucht. Ja, vielen Dank. Es geht hier weiter, 13.30 Uhr nach einer Mittagspause mit Ralf Füchs, Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt.